Bodo Ramelow hatte auf einer Kundgebung in Erfurt vor kurzem seinen Ceausescu-Moment. Und jeder, der das Video gleich sehen wird, wird verstehen, was ich meine. Ihr müsst wirklich ganz genau hinhören, wenn ihr vor dieser pfeifenden Menge versuchen wollt, Bodo Ramelow zu verstehen. Originalton von der Demo. Also Bodo Ramelow steht da hinten auf der Bühne und hat eigentlich ein Mikro. Das heißt, ihn müsste man eigentlich deutlich hören. Aber wie gesagt, hört gleich mal genau hin. Es wirkt fast so, als wendete sich die Stimmung in Thüringen leicht gegen den Ministerpräsidenten. Aber Bodo Ramelow hat noch was sehr Interessantes gemacht. Er hat sich im MDR zu Auch auf diesem der Bühne Protest teilweise von geäußert. einigen. Schauen wir uns mal an, was er dazu zu sagen hatte. Ich meine, er wurde ja in Erfurt relativ unsanft weggebuht. Völlig zu Recht. Ramelow, Sie waren heute selbst bei den Protesten in Erfurt, wurden aber auch auf der Bühne teilweise von einigen Protestierenden ausgebuht, teilweise auch beschimpft. Wie haben Sie die Stimmung wahrgenommen? Ich will es unterscheiden, weil diejenigen, die mich beschimpft haben, waren Reichsbürger. Ramelow, Sie waren heute selbst bei den Protesten in Erfurt, wurden aber auch. Schade, dass wir nur den kurzen Clip hier haben. Ach. Die mich beschimpft haben, also die alle Hau abgerufen haben, das waren Reichsbürger. Ja, was soll man dazu noch sagen? Was soll man dazu noch sagen? Das ist Bodo Ramelow, der Ministerpräsident, der nächstes Jahr hoffentlich abgewählt wird. Naja, was soll man dazu noch sagen?